unter Schindeldach. Ich hätte gerne diesmal auch ein wirkliches Dach. Und nicht so ein Bunker wie vorher. Ein Nachttopf. Ja. Nachttopf. Platzieren und gleich wieder abbauen, bitte. Weil die Nachttöpfe kann man nicht mal ordentlich neben die Betten stellen. Das war recht komisch mit denen. Tada. Fährt der Nachttopf. Deckbaum. Blumenbeet. Aus toten Blättern, ein bisschen Wasser und Dreck wird ein Blumenbeet gemacht. Zack. Wo wollen wir das Blumenbeet denn hinstellen? Geht das nur draußen oder geht's auch drin? Geht auch drin, okay. Stirbschnecke. So, jetzt das rote Blumenbeet. Wir wollen unsere Dachschindeln haben. Flup, flup. Ich arbeite lieber erstmal hier. Ja. Ich arbeite lieber erstmal hier oben vor, bevor wir jetzt schon wieder eine Etage anfangen und dann das Tote meckern und wir nicht schlafen können. Außerdem brauchen wir wahrscheinlich noch wieder mehr Dirt, bevor wir hier zu Ende bauen können. Genau. Das sieht schon richtig wie eine Festung aus. Bräuchten wir noch Gargoyles an den Seiten? Vielleicht noch so eine kleine Erweiterung von dem Turm. Damit es aus wie ein Turm aussieht und nicht wie ein Block. Könnten wir jetzt eigentlich schon mal machen. Nee, kommt noch eine Etage drauf. Okay. Dirt, Jungs. Hier. Klick. Das da muss weg. Hier muss eigentlich Boden hin. Und hier geht's weiter. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Paket. Eine Ölfackel, glaube ich. Na doch, machen wir hier schon die Erweiterung. Also hier kommt jetzt die erste Erweiterung um ein Feld und in der nächsten Etage nochmal um ein Feld. Da kommt dann noch so ein kleiner Turm rauf. Rechts und links und vielleicht auch in der Mitte. Wir haben ja richtig viel zu tun, das alles zu ersetzen. Also das hintere mit der Rakotta und das mittlere mit den Steinwänden oder mit den roten Ziegeln. Ja, gucken wir mal. Baustein. Tapsel, 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 tapsel. Ihr habt alle noch keine ordentlichen Schuhe, ne? Oh, doch, stimmt. Weil das eine Winterwelt ist, haben hier, sie hier standardmäßig Winterstiefel an. Das ist cool. Schickes kleines Detail. So, du Baustein, Baustein. Und dann bräuchte ich erst ein paar mehr Ressourcen. Steine werden auch wieder knapp. Also ein paar mehr Ressourcen sind hier. Portal. Portal. Ein paar mehr Ressourcen und dann baue ich von Hand die letzte Etage. Welle dauert noch. Koppeln sind ruhig. Deckbaum. Ah, Ton. Kohle. Wasser. Gutes Dirt. Stelle Ton her. Venezianischer Stuck. Da ist er. Da brauchen wir ganz, ganz viel von. Sand. Ton. Wasser. Uah, so, 30 Stück. Jetzt geht's los. Ja, das Totem freut sich schon. Ersetze Schnee. Ersetze Schnee. Ersetze Stein. Das ist schon mal gut für uns. Weil das Stein bekommen wir dann ja als Ressource. Und können wir benutzen, um oben den Turm weiterzubauen. Und hier ersetzen wir Dreck, was wir ebenfalls brauchen, um oben den Turm weiterzubauen. Ersetze Stein, ersetze Erde. Und der Stuck ist eh gleich alle. Das geht weg wie warme Semmeln. Wir haben jetzt gerade mal eine Etage ersetzt. Ich weiß nicht, ob die Blöcke hinter den Wänden mit dazu zählen. Also unser Sternchen-Dingens hier geht ja hier rum. Also könnte der Block auch noch mitzählen. Das heißt, eigentlich müssten wir hier hinter das auch ersetzen. Achso, das ist eine tragende Wand. Ersetze Schnee, ersetze hinten Erde, ersetze hinten Erde, ersetze hinten Stein. So, schon ist der ganze Ton weg. Weitergraben. Wir brauchen mehr Dirt. Warum will er da nicht graben? Da ist irgendwas faul. Guck dir das mal an hier. Da ist bestimmt ein Raum oder so. D.
dich bitte weg. So, 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 so. Ihr seid alle am Stuck verlegen. Er freut sich. 8 Betten. Nur 2 Steine. Ja, Steine. Ich hätte jetzt gerne recht schnell Steine. Hier. Zip, 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 zip. Was ist die Levelhöhe der Welt später? Hier. Also bis hier kann alles weg. Doppelte Geschwindigkeit. Ok, ok, Zwerge. Zwerge. Sind mit Stuck beschäftigt, ne? Und mit komischen Mini-Yetis. Zu. Baustein, Baustein. Baustein ab. Was machen die? So, die bauen hier hinten den Dreck ab. Was ich auch befohlen habe. Ja, es ist schwer, so vielen Befehlen von mir gleichzeitig zu folgen, Zwerge. Und das Eisen. Oh, das ist sogar ziemlich viel Eisen. Da. So, fangen sie an. Gut. Zip, 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 zip. Damit sie später überall rankommen. Aber ich kann da nicht das. Den Hintergrund abbauen. So. Eine Minute noch bei dem Portal. Die Yetis machen Stress. So rum geht das Spiel hier nicht, ne? Weil nur er kann dich wegschubsen. Aber du hältst dich sehr wacker, sehr gut. Wer bist du? Du bist Jasper. Und jetzt bist du nicht mehr so wacker. Nö. Töten. Ja, ihr solltet, glaube ich, alle mal ein bisschen schlafen. So, hier oben. Wie viel Holz haben wir inzwischen? 19. Das ist nicht wirklich viel. Dort haben wir inzwischen eine Menge. Das heißt, wir könnten anfangen, hier wieder zuzumauern und so, aber nee, komm. Ist alles ruhig hier draußen? Ach, euer Portal ist weg. Ja, Entschuldigung. Da. Das hier muss alles weg. So. Die überall ankommt. 16 Steine. Okay. Ich brauche einen Zwerg, der hier irgendwas macht. Oh, genau. Bau den Schnee da ab. F1. Du. Kontrolle übernehmen. Mwahaha. Da, 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 da. Genau. Befreien, befreien. Portal oben rauf. Und jetzt geht das Spiel hier wieder los. Das muss alles dirt. Das muss alles dirt, 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 dirt. Oh, der Schnee hilft uns sogar diesmal. Das ist ja auch praktisch. So. Scaffoldings haben wir, glaube ich, auch noch ein, zwei. Stimmt, ich hätte das gar nicht mit dem Kontrollieren machen müssen. Ich hätte einfach ein, zwei Scaffoldings hinschmeißen. Ja, wenn man mal ein, zwei Folgen keine Scaffoldings zur Hand hat, dann verlernt man sich damit umzugehen. Baustein. Baustein. So, hier soll auch alles Stein, 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 Stein. Hier ist der Durchgang. Stein, Stein, Stein. Stein, 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 Stein. Mehr Scaffolding. Du da. Mehr, 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 mehr Scaffolding. Da, da, da. Den ganzen Schnee könnt ihr jetzt hier abbauen. Das könnt ihr aufmachen. Da können die Scaffoldings rauf. Nein, soll noch nicht aufmachen. Entschuldigung, Jungs. Das muss zubleiben, so lange, bis da ein Deckel drauf ist. Ja, okay, ist nicht wirklich das Problem. So, mach auf. Gucken wir, ob das Totem überhaupt so hoch geht. So. Das ist ganz schön hoch.
Schnee weg. Schnee weg. Mach das doofe Angriffsdingens da weg. Haus ist komplett, sehr gut. Was machst du da oben? Das ist keine gute Idee. Hier, Fluchtportal. Und alle helft ihm bitte. Ich hoffe, das ist nicht derselbe. Und warum unterhaltet ihr über das Wetter, wenn hier unsere Freunde angegriffen werden? Okay, wir brauchen. Wir haben kein Holz für die Rüstung. Hat er gerade hingebrüllt und ein Baum ist hochgeploppt? Das ist sehr komisch. Wow. Wow, was ist denn hier los? Sehr komisch. Na gut, machen wir das Ding da unten. Machen die Yetis irgendwas mit den Wurzeln, dass da so instant Bäume hochwachsen? Was zur Hölle ist hier los? Der war eben gerade nicht da. Hat einmal geschrien, da war ein Sprössling da und dann blub, 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 fertiger Baum. Maximale Größe. Ja, komisch. Weg, 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 weg. So, hier oben könnt ihr noch ein bisschen Dirt verteilen. Kommt die Steinwand hin. Na gut, 30 Minuten bis zur nächsten Welle. Wir brauchen Dirt. Portal. Da ist Kohle. Kohle ist zwar auch toll, aber ich hätte eigentlich ganz gerne lieber nur Dirt. Doppelte Geschwindigkeit. Zack, 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 zack. Ja, da kommt die Kohleader. Da gehen wir einmal durch. Die Kohle ignorieren wir, können wir später noch abholen. Oh, da ist irgendein Raum. Wir wollen keine Grillen angreifen. Wir haben zu viele beschädigte Zwerge und zu wenig Rüstung und alles. Okay, das war's auf der Seite. Hier. Da bitte wieder auffüllen. Alles, was wir gerade abgebaut haben. Portal, da. Zack, 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 zack. Komm, weiterhaken. Ihr macht es auch echt zu schwierig, genau. Was zur Hölle war das gerade? Jungs, mal ehrlich. Hier kriegt ihr noch. Nein. Noch ein Portal. Jetzt macht das in Ordnung. So. Jetzt hat echt solche Vollpfosten. Bauen, bauen, zumachen, 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 bauen, 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 bauen. So, und vergesst einfach, dass es hier unten einen Gang gab. Der wird später zugemacht. Hier kommt Sand. Könnt böse enden, das könnte böse enden, das könnte. Genau. Geh weg da. Flupp. Weg, 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 weg. Und hier weiter. Zack, 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 zack. Neues Portal. So, genug Dirt. Nicht besonders viel Stein. Zu viel Schnee. Portal. So, das ist jetzt Schlafzimmer, Schlafzimmer, Schlafzimmer. Das ist die letzte Etage von der Burg. Und da kommt wahrscheinlich noch ein. Brauchen wir gar nicht, ne? Nö, da kommt nur irgendeine Deko-Etage hin. Dafür ist auch keine richtige Etage, sondern schon die Burgzinne. Da bin ich noch nicht ganz sicher. So, das heißt, das ist wirklich der Stöpsel von unserer Burggruben. Da kommt nichts drüber. Also nichts, was in dem wirklichen Schlafraum ist. Obwohl, warte. Wow, was ist mit euch los? Ach, ihr wollt schon wieder kämpfen, obwohl ihr es gar nicht sollt. Geht nach Hause. Wo ist das Schild? Da. Da. So, geht weg. Geht nicht dahin zu den Skeletten. Es wird gleich Tag, die sind gleich weg. Macht irgendwas Produktives wie Blumenbeete entfernen. Dichter wegnehmen, dich, 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 dich wegnehmen, Schnecken töten, ist alles produktiv. Stein, Stein, Stein. Venezianischer Stuck. Da, da sitzt Schnee.
haben noch Betten. Wir Schindeldach. Ton. Wasser, Dreck, Kohle. So, Schindeldach. Ton. Was? Ton. Ton. Wasser, Kohle. Kommen drei Schindeln raus. Boah, okay. Ja, also das hier ist später unser Außenturm. Warte mal. Brauchen wir noch mehr Scaffolding. Komm, du mal kurz auf die Seite hier. Nein, geh weg. Dirt, dirt, dirt. So. Dann kann da, glaube ich, schon das Dach rauf. Also die Schindeln, wenn die Zwerge immer so weit sind. Portal. Alle haben Schnarchen. Ja, die haben ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Setzt dir wohl mal den Dörter hin. Du, nicht du. Du Zwerg, will Zwergkontrolle übernehmen. Schindeldach. Oh, Schindeldach. 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 Und ich sollte dahinter das... Warte. Kann ich ein Schindeldach einfach so bauen, ohne dass der Dirt hinter ist? Weg. Ja, kann ich. Gut. Dann kommt das da weg. Und das da weg. Schindeldach. Schindeldach. Stein. 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 Stein, das ist echt ein Miniturm. Das müssen wir vielleicht später mal erweitern. So. Befreien. Das sieht doof aus, das muss breiter. Oh ja, später. Das ist nur so ein Deko-Projekt. Das können wir echt wirklich später machen. Betten, 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 Betten. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den Totem wirklich hier zu lassen. Oh, neuer Zwerg? Warum das denn? Achso, einer ist gestorben, ne? Sehr komisch. Stopp, einfache Geschwindigkeit. Das Totem hier unten zu lassen, weil es hat so viel Platz. Das heißt, wir müssen überall super teures Zeug machen, damit es auch wirklich hohen Komfort hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie sehr sich das lohnt. Aber wenn wir hier wieder ein Totem setzen, ist das Ganze wieder total durcheinander. Also lassen wir es erstmal so. Was sagt der Techbaum? Der Techbaum sagt, wir brauchen ein Wandfell, damit wir eine Lederrüstung machen können. Stacheln, Leder, Leder, Wandfell. Komfort 5. Brauchen wir gleich zweimal von. So. Wandfelle, Wandfell, Wandfell. Direkt neben den Wackeln. Nichts zu befürchten. So. Und wenn wir die gebaut haben, dann kommen wir in die Lederrüstung. Unser eigentliches Ziel. Und dann kommen die Lederhelme und die Lederschuhe. Und wir werden ganz, ganz, ganz viele Wildschweine umbringen.